Servus! So, hinter mir sieht man noch nicht das Tagesziel, aber ein geiles Panorama. Heute ist eine Alternativroute, weil es gegen Mittag, Nachmittag rum Gewitter geben könnte und meine anderen Touren alle so 10 Stunden dauern, die hier nur wahrscheinlich 4 Stunden. Somit habe ich mich dafür entschieden, kommt's mit. Also hier wäre normal mein Parkplatz gewesen, aber ich habe weiter unten geparkt. Sicher ist sicher. So, was mache ich denn jetzt hier? Das ist eine Alternativroute, weil meine heutige Tour ist nicht möglich, da ich wegen Wetter es ziemlich bescheiden ausschaut in meiner Tour. Nämlich meine aktuelle Tour würde 10 Stunden dauern. Und heute haben sie gesagt, so gegen 15 Uhr könnten Gewitter kommen, vielleicht auch schon früher. Wie man sieht, ist es hier noch ein bisschen sehr wolkig. Muss man mal sehen, ob es überhaupt Sinn macht, heute was zu machen. Aber zum Zeitfenster bis, sag ich mal, 1 Uhr habe ich. Und darum habe ich mir was Kürzeres ausgesucht. 600 Höhenmeter nur. Muss mit dem Auto sehr weit vorfahren. Und gehe aber auch auf einen schönen Hügel rauf, auf 2,2 fast. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ja. Mathilde, wie wär's? Lässt du mich durch? Mit dem Bogen, mit dem Fuß. Gut. Hier links vorbei, meine Lieben. Alles gut. Boah. Baby. Alles gut. Man weiß ja nicht, was die so machen. Ne? Nummern gibt es hier nicht, aber keine Ahnung. Einfach da lang. Hier, ich glaube, der 554 ist es. Das Tiaemontal, die Frammond. Nach meiner Atmung zu urteilen, bin ich sehr zügig unterwegs und es ist steil. So gesehen, schönes Intervalltraining, weil man ja zwischendrin wieder ein bisschen langsamer machen kann, bis die Atmung wieder da ist, der Puls schön runter ist und dann kann man wieder Gas geben. Geht jetzt da so ein bisschen runter und wieder rüber Richtung dem Refugio Vazzoler. So, jetzt geht es hier wieder runter und dann an der Felswand entlang da hinten irgendwo rauf in den Nebel rein.
geil. Monte. Oben am Monte Alt. Ich glaube, von unten sieht man mir jetzt nicht. Aber scheißegal. Stunde 26 verstrichene Zeit. Ja, aber wenn man sich das anschaut. Wolkig. alpen-schickeria.de, die exklusiven Alpenschickeria und irgendwas trainieren Stickers in Silber. Jetzt kostenlos bestellen. Das Gute ist, ich habe gerade oben am Gipfel einen Trailrunner getroffen. Der kam dann gerade hochgehechelt, als ich da oben gerade so ein paar Minuten stand. Das war ein Einheimischer und den habe ich gefragt, ob meine Abkürzung, die ich eigentlich runtergehen wollte für den Rückweg, ob die gehbar ist. Er meinte, ja, da kam er gerade hoch. Dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Dann kann ich da runter, weil dann bin ich schneller am Auto. Und dazu meinte er noch, heute gibt es keine Probleme wegen Gewitter. Wenn die Wolken so sind, wie es jetzt hier ist, hat er gesagt, gibt es keine Blitze oder so. Gut, dann bin ich da ein bisschen entspannter, was die Sache angeht, dass es gegen Mittag rum oder Nachmittag schon Gewitter geben kann. Dann denke ich halt mal gegen Abend. Es gibt die Fraktion, die geht im Dunkeln am Berg hinauf mit Stirnlamperl, dass sie zum Sonnenaufgang oben sind und dass sie dann gleich in der Früh auch wieder runtergehen können, dass sie dann sagen können, alles richtig gemacht, vorm Gewitter und so weiter, aber die Fraktion bin ich nicht. Ich bin die Fraktion Langschläfer und da nehme ich ja auch in Kauf, dass ich zum Beispiel mal eine Tour nicht gehen kann. Okay, der Abstieg hier. Klar, jetzt weiß ich, warum das in der Karte so eingezeichnet war, dass es so ultra steil ist, weil halt hier so links, rechts abfallende Felswände sind und man hier nur so einen kleinen Pfad runter geht. Und dann, glaube ich, normalisiert sich das auch schon wieder ganz schnell. So, das ist der Abstieg über eine nasse Wiese. Obacht, nasse Wiese. Macht richtig Gaudi. Und hier geht's irgendwie weiter nach unten. Aber der schnellste Weg zum Auto zurück. Und so von da oben aus dieser Scharte komme ich her. Dann geht's da irgendwie runter. Jetzt wird's entspannter, der Weg. Aber halt ein Haufen Schoder drin. Scheiß. Dicker Schoder. Das war jetzt in der Tat eine schnelle Runde. Weil da vorne, da ist schon wieder die Hütten mit den Kühen. Und da unten ist ja gleich wieder mein Auto. Jetzt sehe ich erstmal, wie schön es hier ist. Da direkt vor mir, dort irgendwo drin, ist der mit krasseste Klettersteig der Dolomiten. Das ist ein heftiger Klettersteig, glaube ich, bis D. Ewig lang und ziemlich ausgesetzt. Und das, was ich alles gelesen habe, ist einfach brutal. Also wer Bock hat, sich's mal so richtig zu geben in einem Klettersteig und wirklich viel Kraft und Kondition hat, der kann das Ding mal machen, weil das ist der krasseste. Jetzt haben wir da eine Kuh und einen Zaun, wo bestimmt Strom drauf ist, zu fix.
nicht mit dem Hoden dran hängen bleiben. Sonst zuckt das Zipferl. Insgesamt habe ich jetzt mit allen Pausen 2 Stunden 24 gebraucht, also eine schnelle Runde. War ja auch jetzt so Speedhiking unterwegs. War okay. An und für sich eine schöne Alternative zu dem, was ich natürlich machen wollte, weil, wie gesagt, Gewitter jetzt wahrscheinlich gegen Nachmittag, Abend kommen. Aber eigentlich hatte ich ja heute, oder ich habe mehrere Touren vor, die immer so um die 9-10 Stunden dauern. Und naja, da die Großwetterlage oder die Wetterlage jetzt für heute und morgen eher so ist, dass die Gewitterwahrscheinlichkeit hoch ist, jetzt nicht enorm, aber die Wahrscheinlichkeit für heute und morgen ist höher als wie für übermorgen zum Beispiel. Und darum habe ich mich heute für eine kurze Tour entschieden, einfach mal irgendwas zu trainieren. Vor allem geil trainiert mein Knie. Also ich habe ja mit der Patellasehne ein Problem gehabt. Ich war beim Orthopäden. Der hat dann aber zu mir gesagt, da muss Bewegung rein und ich muss sie dehnen. Und dehnen ist ganz komisch, weil das ist wie bergab gehen. So dehnt man die Patellasehne und total eigentlich für den Kopf total blöd, weil wenn du normalen Berg abgehst, so wie hier jetzt, also so dehnt man eigentlich vorne drin dann die Patellasehne. Das tut ja eigentlich weh und eigentlich denkt man, da ist ja voll Spannung drauf, aber nein, genau das soll ich tun. Da habe ich mir einen Keil drunter gelegt und habe so die Patellasehne gedehnt, beziehungsweise jetzt hier beim Berg runtergehen hast du ja ständig diese Belastung da drin. Und ich muss sagen, nach jeder Bergtour ist es immer besser geworden. Zum Beispiel heute jetzt gar nicht. Also vorgestern habe ich sie noch ordentlich gespürt und jetzt gar nicht. Also überhaupt nicht. Und das ist echt schon mal ein gutes Zeichen, dass das besser wird. Und wie gesagt, ich habe ja noch einige Tage jetzt in den Dolomiten vor mir. Die Touren laufen mir nicht davon. Ich werde die nächsten 10 Jahre hierher kommen und Touren machen. Und es ist immer so, dass das Wetter halt irgendwie mitspielt. Und ich werde es auch ganz, ganz fest jetzt so machen, dass wenn ich 2 Wochen oder 3 Wochen sogar Dolomiten mache, dann werde ich September, Oktober machen, wo einfach die Wetterlage viel besser ist und es nicht so viel Gewitter gibt. Und man muss dazu sagen, ich bin ja auch noch hier im Süden der Dolomiten und die sind natürlich viel anfälliger, was solche Wolken und Regen und Gewitter angeht, weil vom Meer halt die Luft kommt, die feuchte, und sich hier erstmal aufstaut. Im Norden ist das Wetter natürlich besser, in den Norddolomiten. Genau, so und jetzt bin ich endlich am Auto angekommen, freue mich darüber und kann wieder runterfahren.